Hi, liebe Leute! Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Da hängt wieder was. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit gemacht habe und was ich machen werde, bleibt dran! Da hinten sind die Forellen drin. Oh, wieder so ein Tag, wo man sich so viel Arbeit aufhalst. Forellen räuchern, wild machen. Ja, Leute, und hier hängt noch ein Reh und ja, so geht das voran. Ne? Man muss ja immer was tun. Ich habe heute mal wieder was für euch zum Zeigen. Ganz, ganz ehrlich, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar. Weder hatte ich das auf dem Radar, dass die Firma so ein bisschen gesplittet ist, noch, dass die überhaupt sowas machen. Ich bin erst durch Reini drauf aufmerksam geworden, dass es das Buddy gibt. Das Messer von Borkott und Icon. Ich zeige es euch mal hier. Guckt euch das mal an. Ja, ich fand die Form sehr ansprechend, fand das Konzept sehr ansprechend und habe gleich gesagt, Mensch, da musste ich mal drum kümmern. Ich will auch so ein Buddy 1 haben. Und wo wir gerade dabei waren, fiel mir dann auch noch auf, dass die ein Buddy 2 haben und dass das Buddy 2 gerade ganz auch bei diversen Einheiten als Einsatzmesser unterwegs ist. Das war natürlich noch interessanter, deswegen zeige ich euch das. Ja, ich will gleich noch das Reh auseinandernehmen. Zerwürken im Jagdlichen. Ich will das Reh zerwürken und habe hier jetzt das Buddy und habe gedacht so, jo, das habe ich schon damit aufgebrochen und ich spiele euch das auch ein, den Aufbruch. Also das Aufbrechen, nicht den Aufbruch. Der Aufbruch ist jagdlich das, was man da rausgenommen hat. Aber das Aufbrechen spiele ich euch ein. Ja, Buddy, ich habe hier ein Messer, was absichtlich aus einfacheren Stählen gemacht ist. Und zwar, soweit ich weiß, 4110 und hier auch. Es dreht sich darum, dass diese Messer sollen stabil sein, sie sollen bruchresistent sein, sie sollen was aushalten und diese Spitze, diese Meißelspitze, so ein Modified Tanto mit oben scharfen Bereich, also nicht richtig scharf, er ist nur angeschliffen, dass die Penetrationsmöglichkeit wesentlich höher ist. Ja, hier haben wir jetzt eine gerade Schneide. Für Outdoor nicht so geeignet, für den urbanen Bereich. Und wir müssen ja, da so lacht man drüber, aber inzwischen ist das ja wirklich hier schlimm, was so in den Städten abgeht. Danke, Ampel. Da sind ja doch viele Menschen verunsichert. Dieses hier ist deutlich im unter 12 cm und führbar. Und ein stabiles Messer auch fürs Bug-Out-Bag. Sehe ich absolut da drin. Das Messer ist cool. Holt einen schon ab irgendwie, finde ich. Ja, die Griffe sind bei beiden gleich. Wir haben hier hinten einen Gummigriff. Kennt ihr von ähnlich wie, wie bei Icon. Das ist Borkott und Icon, so sorry, ähnlich wie bei Fjellniven, wie bei Linda, aufgespritzter Gummigriff. Und hier guckt auch noch Erl raus mit einer Fangriemenöse und hier guckt er so ein bisschen rüber als Haken. Das ist der einzige Punkt, wohl, was ich ein bisschen störend finde, der ist ein bisschen sehr erhaben und nicht gerade ganz bequem. Ansonsten ist das Messer cool, schneidet recht gut. Recurve muss man mögen, gibt aber einer Klinge unheimliche Dynamik. Ich habe hier mal eben so einen Scheit aus der Schubkarre genommen und da ist das hier, zieht ganz gut. Und dieser Recurve ist natürlich da geil, weil du kannst hinten so ein bisschen einhaken. Da ist ein Recurve eine coole Nummer. Guckt euch mal an. Das ist hier steinhart, dieser Klotz. Wundert euch nicht, das hat jetzt nichts mit dem Messer zu tun, aber ich mache es hier auf der Kante, auf der Ecke. Und da macht es auch zart schöne Löckchen, guckt mal. Ne?
Ja, also für als Allround-Messer finde ich das Buddy hundertprozentig, das Buddy 1 hundertprozentig geil. Der taktische Freund wird ja lieber, sagen wir mal so, das Buddy 2 favorisieren. Und wie gesagt, Bug-Out-Bag, hier schwarze Klinge. Buddy 1 kriegt ihr auch in schwarz übrigens. Aber das zieht auch gut. Guckt es euch an. Arbeitet ganz gut. Läuft. Ja, die Scheiden bei beiden Messern, Kydex. Und das Witzige ist, sie sind innen mit so einer Samtfolie, also eine Klebefolie, innen ausgekleidet. Dadurch gleitet das Messer wunderbar rein. Ich hatte nur nach dem Aufbrechen ein ziemlich blutiges Messer und habe das dann natürlich hier versorgt in der Scheide. Und natürlich kommt dann gleich das Blut da rein. Also hat Vor-, hat Nachteile. Auf der einen Seite ist es natürlich leise für ein taktisches Messer. Hört mal. Es klappert nicht beim Rein- und Rausmachen durch diesen Samtbelag. Aus der Sicht hundertprozentig. Aber wenn ihr viel mit arbeitet, kann sich in diesem Samt eben auch gut ein Steinchen mit verklemmen. Was aber eine generelle Problematik bei Kydex ist. Aber ich glaube, dieser Samt, der nimmt ganz schön Rotze an, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt mal in die Kommis rein, bitte. So, wollen wir mal ein bisschen aus der Decke schlagen. Ich sehe in diesem Messer durchaus ein Messer, was jagdlich sehr gut einsetzbar ist. Eine gute Schneidfähigkeit hat. Ganz, ganz toll geht hier. Guckt es euch an. Und 1A. Mal eben hier freischneiden. So. Ja, die fasern ganz schön hier, die Vögel. Jetzt mit dem Winterfell dran. Das Winterfell ist ja nicht gerade sehr, wie soll ich sagen, sehr resistent. Ist ja so ein sehr flusiges Fell. Ne? Guckt es euch an hier. Wow. Puh. Hast du mal sehr viel Decke mit im. Sollte man gut sauber machen hinterher. Auf jeden Fall funktioniert das recht gut. Ich schneide mal eben hier frei. Und das ist sehr handlich, das Messer. Ich finde das sehr ansprechend. Also ich habe es nur gesehen, habe gedacht, hey, mal wieder was Neues. Hatte ich wirklich noch nicht auf dem Schirm. Ist echt cool. Also von daher, ihr habt das natürlich jetzt bestimmt schon bei Reini gesehen. Aber ich muss dann ja auch nachziehen, ne? Wenn der blöde Österreicher da vorliegt, oder? Wie seht ihr das? So. Reini haut ja im Moment auch in einer Taktzahl Videos raus. Das ist ja faszinierend. Aber ich kann euch sagen, Reini schneidet nicht selber. Der hat da jemanden, der für ihn schneidet. Und darum kann er auch so viele Videos machen. Ich mache das ja immer alles selber. Muss ich auch mal ein Geheimnis erzählen. Ja, das macht schon einen Unterschied, wenn du eine Videos selber produzierst und noch normale Sachen nebenbei machst. Und dann hier, wie gesagt, da im Gange bist. Und dein normales Leben auch noch führst. Also wie gesagt, das ist schon eine Aufgabe, wenn man dann Content produzieren will für euch. Also von daher, ich will jetzt nicht rumjammern, aber man muss da schon ganz schön am Ball bleiben und ziemlich viel machen. Ja, so. Jo, geht aber recht gut. Also es schneidet wirklich toll. So ein richtig geiles Gebrauchsmesser. Auch vor allem was, wo man nicht so drauf achten muss. Ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen was zum Rumprügeln. Stabile Spitze. Finde ich recht gediegen, das Ding. Ja, Borkott und Icon. Hatte ich überhaupt nicht auf der Uhr. Schreibt ihr mal in die Kommis. Hattet ihr die Firma auf der Uhr? Ich nicht. Nada, gar nicht. War echt überrascht. Find das Messer ziemlich cool.
dass Buddy 2 für die taktischen Hoshis, Leute, da habt ihr richtig was. Ja, es hat was. Einen coolen Fingerstopp, stabile Spitze, geiles Penetrationsvermögen. Das geht richtig gut rein. Sehr gut sitzende Kydex Pancake. Könnt ihr dann irgendwo überall fertig festmachen. Plattenträger, Gurte, sonst was. Gleiches auch für das Buddy 1. Ja, ich muss euch sagen, Empfehlung. Ganz kleiner Wermutstropfen ist, sie sind nicht ganz günstig. 139, 149. Die beiden Varianten. Ja, aber hab das schon öfter in Videos gesagt. Die Leute, im Moment höre ich das immer wieder, dass mir Leute sagen, Mensch, und so teuer. Ich habe hier 55 Liter Aral Ultimate habe ich 125 Euro bezahlt. Das ist hart, ne? Also ich meine, gut, aber auch normal tanken. Also die unseren Bus voll tanken, da fällst du tot um. Da geht der Lack ab. Echt, das ist heftig. Von daher, für irgendwelche wertigen Gegenstände, wenn man da 130 Euro, 140, 150 Euro, da bin ich inzwischen sowas von unvoreingenommen, gehe ich daran, was der Preis angeht. Na klar, man muss sich das auch leisten können. Aber es ist schon, wenn man das vergleicht mit Dingen des täglichen Verbrauchs, was hier gerade so in Deutschland abgeht, da sind solche Sachen, halten sich die Firmen massiv zurück mit der Preisanhebung. Das muss man eben auch mal sehen, weil hier sind meist noch keine großartigen Einflüsse der Preisanhebung eingeflossen. Von daher, wie gesagt, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ich habe mich hier klar ausgedrückt. Jo, ich finde die Dinger cool. Ich mache euch mal einen Link unten rein. Close-up noch hinten dran. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Schauen, liebe Leute. Und ich mache jetzt mal bei meinem Reh weiter. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth.